Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr wisst ja, wenn ich mit irgendwas nicht ganz hinkomme, mit dem guten, also mach Spaß Video mit einem geschnittenen Pipapo hin und der Highlight Video, dann mache ich irgendwas Kleines zwischendurch, um euch trotzdem auf dem Laufenden zu halten und vor allem, um mit euch in so ein Gespräch zu kommen, weil bei den mach Spaß Videos fällt es ja komplett flach. Das ist ja eine Entertainment-Kanone ohne großartige Rückkopplung. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind da nicht großartig zusammen am Hasseln, so wie es eben auch früher der Fall war. Und darum mache ich eben ab und an zwischendurch was rein, wenn ich zeitlich nicht rumkomme. Das ist heute wieder so geschehen. Ich habe schön für euch aufgenommen, also eine Macht-Spaß-Aufnahme gemacht. Habe bis was über eine Stunde aufgenommen. Und habe aber zwischendurch schon gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht so gut läuft. Also manche, es kommt dann so Situationen, die gut laufen, wo ich mir direkt denke, alles klar, dann baue ich dies und das ein. Manchmal gebe ich mir auch wie Regieanweisungen in der Aufnahme, sagt mir schon mal, was mir dazu einfällt und, ne, damit ich es direkt machen kann. Und wenn das sehr, sehr flach fällt, dann ist es, dann weiß ich, oh, es wird schwierig beim Editieren, ne, es wird viel Arbeit. Ich kann jetzt im Moment gerade nicht viel rausholen, also aus dem, was ich hier gerade schon sehe, habe ich mir vielleicht das falsche Spiel ausgesucht oder pipapo. Und ja, vor dieser Hürde stand ich jetzt eben. Übrigens noch eine Mini-Erklärung hierzu, auch wenn ich achte jetzt nicht extrem auf die ganze Geschichte, weil ich mir es schon angeschaut habe und schon weiß, was ich drücken werde. Ihr sollt einfach raten können, was ihr wohl drücken würdet, damit wir uns nicht, wisst ihr, damit ich euch da nichts verrate sozusagen, dass es für euch ein bisschen spannender ist. Ja, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier nicht gerade extrem drauf achte oder sowas. Ich mache das, keine Sorge, es ist alles cool. Ja, also das größte Thema eigentlich, das ich heute ansprechen wollte, ist, dass ich mich mal wieder bei euch bedanken muss. Es ist echt krass, wie wir wachsen. Es ist richtig, richtig ödel. Wir haben gerade das Wachstum oder haben fast wieder das Wachstum von 2016. Das war unser stärkstes Jahr. Da haben wir einige tausend Abonnenten im Jahr gemacht. Also ich glaube, unser Maximum war 500 Abonnenten im Monat Gain. Im Moment sind wir gerade bei 200 bis 300. Also das ist wieder sehr schön am Ansteigen. Es hat mich extrem gefreut. Ich bedanke mich hier direkt bei allen, die aktiv dazu beitragen. Das heißt, alle Leute, die eben die Videos schauen, kommentieren und liken. Dadurch werden wir besser gelistet, also auch mit dem gesamten Kanal, aber auch jedes Video für sich besser gelistet, sodass eben viel mehr neue Leute sehen können, was wir hier machen und vielleicht die Entscheidung treffen, hier dazu zu kommen. Das äußert sich natürlich nicht nur in Abonnenten, sondern auch einfach schlicht und ergreifend in steigenden Viewerzahlen und so weiter. Mehr Kommentare, pipapo. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass manche Sachen echt abgehen. Dafür bedanke ich mich. Und des Weiteren bedanke ich mich dann nochmal bei allen, besonders die eben aktiv eingreifen, also Videos auch teilen, auf Facebook teilen, ihren Freunden, Bekannten und Familie zeigen, wie auch immer, ne, sowas, die sowas machen, die mir dann noch ein bisschen, noch stärker einfach unter die Arme greifen, wie man es eben auch nennen mag. Also vielen, vielen Dank dafür, es ist echt geil. Ich habe vielleicht, also mittlerweile habe ich wieder die Hoffnung, dass wir die 10.000 Abonnenten dieses Jahr schaffen. Ihr wisst, diese Hoffnung war sehr groß, gegen Ende 2016 schon da. Wir haben gesagt, die paar Tausend, die kriegen wir noch hin. Da waren wir, glaube ich, bei 6.000 oder 7.000 und haben gesagt, 2017 kriegen wir die 10 locker voll. Tja, ihr wisst ja, wie es auf YouTube ist, ne? Mal geht's aufwärts, mal geht's abwärts. Und jetzt haben wir gerade wieder eine schöne Aufwärtsphase. Mal gucken, wie lange die anhält und mal schauen, was wir so daraus ziehen können. Also dafür, wie gesagt, schon mal in erster Linie vielen, vielen Dank. Okay. Ja, ich dachte ganz kurz, die Aufnahme wird nicht laufen. Alles cool. Läuft die Musik? Ihr hört die Musik, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Mittlerweile bin ich es echt nicht mehr gewohnt, das hier aufzunehmen, weil ich hier auf Aufnahme drücke und meine Voice und die Musik und der Spielsound und das Video auf einen Knopfdruck praktisch aufgenommen werden. Und wenn ich irgendwas verhuddel, deswegen gucke ich kurz auf die Anzeigen, hört er mich nicht oder er hört den Spielsound nicht und die Musik nicht und so weiter und so fort. Aber es müsste eigentlich alles da sein, Facecam ist auch an, läuft. Ja, heute ist wieder Livestream, vergesst es schon mal nicht, ne? 18 Uhr, ihr wisst, ich bin jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Nach könnt ihr schon mal so zwischendurch gefragt, was glaubt ihr, was er so, hat er was an, was hat er an, wie alt ist er und so weiter und so fort. Konntet ihr da schon was raussehen oder grübelt ihr noch? Ich dachte mir, das mache ich jetzt öfter, das ist auch nochmal so eine Sache, ich, also nicht öfter Overwatches, sondern dass wenn ich ein Overwatch mache für zwischendurch, dass ich mir es im Vorfeld angucke, damit ich schon weiß, wie der Hase läuft und mich eben auf das Gespräch mit euch konzentrieren kann und es nicht großartig rumgucken muss oder dass dann jemand schreibt, hey, du passt ja gar nicht auf, du weißt ja gar nicht, was du drückst und pipapo. Und so ist es für euch vielleicht nochmal ein Ticken spannender, wenn ich dann eben nicht etwas dazu sage, zu dem, was im Hintergrund passiert und ihr für euch anders entscheiden könnt, weil man sie ja doch öfter mal überreden lässt oder in was hineinreden lässt. Zu der ganzen Sache,
Soll ich es schließen? Eigentlich kann ich es ja schließen. Zu der ganzen Sache bezüglich bezüglich den Videos an sich, die Upload-Geschichte, ich bin sehr zufrieden, um so ein kleines Feedback von mir zu geben. Ich bin sehr zufrieden, wie es im Moment läuft. Ich lade jeden zweiten oder spätestens dritten Tag ein Video hoch, also ein Macht-Spaß-Video. Die brauchen halt so lange. Ich denke, das kann man sehen, dass das recht aufwendige Sachen sind. Und im Moment, jetzt habe ich gerade mein härtestes, das letzte, das krasseste Semester, wo ich alles aufgehoben habe und alles hingeschoben habe. Das kommt jetzt. Das heißt, ich habe auch nebenbei nur sehr wenig Zeit, weil ich da echt reinwurschteln muss. Und da kommt mir das sehr gelegen, dass ich dann nur noch jeden zweiten, dritten Tag was Großes hochlade. Oder eben dann auch mal zwischendurch was Kleines, wenn ich es einfach gar nicht hinbekomme, so wie es heute der Fall ist. Sonst müsste ich jetzt ewig wach bleiben und schneiden, schneiden, schneiden und aus diesem Fitzel, das ich da gemacht habe, noch irgendwas rausholen. Und ja, und bevor ich sowas mache, ich muss mir dann schon wirklich sicher sein, dass es doch noch in Ordnung ist, weil ich auf keinen Fall was hochladen will, was halt kompletter Crap ist, ne? Und das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Bezüglich dieser Sachen oder dieser Videos, die eben zwischendurch dann kommen, wo ich mit euch kommuniziere und eben auch um Rückmeldung bitte und so weiter, so wie es eben auch hier der Fall ist, habe ich mir noch überlegt, dass es ja nicht grundsätzlich ein Overwatch sein muss. Klar bieten sich Overwatches, also CSGO an sich eben an, weil das etwas ist, das ja geradlinig ist. Ich muss nichts machen, ich muss nur zugucken. Und so wie ich jetzt da betreibe, nur sogar gar nicht live zugucken, während ich das Video aufnehme. Das ist sehr angenehm. Aber trotzdem will ich nicht, dass es eintönig wird. Ich wiederhole nochmal, keine Sorge, ich lade jetzt hier nicht irgendwie jede Woche ein Overwatch hoch oder sowas. Gut bleiben. Aber trotzdem würde ich auch gerne bei diesen Schlenkerei-Videos ein bisschen rumdödeln. Und darum habe ich mir diverse andere Spiele rausgeguckt, eben auch Spiele, die ich von Entwicklern geschenkt bekomme, die ich dann möglicherweise anspiele, beziehungsweise anspiele und sie dann hinterlege, also hinter mein Geschwafeltes, wenn ich halt Infos für euch habe, weil ich sie eben einfach nicht, also die Infos, nicht in einem Ding-Video rüberbringen kann, in einem Macht-Spaß-Video. Da bin ich einfach im Flow. Da vergesse ich auch alles, was ich mir zurechtlege. Ihr wisst, ich vergesse jedes Mal zu sagen, dass, ne, mit den Likes, ich spreche die Likes irgendwie nie an. Ich spreche so gut wie nie an, wann die Streams sind. Also die letzten beiden Male musste ich mich sehr zwingen, weil ich mir das hier oben auch hingeklebt habe. Aber sonst vergesse ich das immer. Und da geht dann viel flöten. Also alles, was neben dem Entertainment halt noch so wäre, was man noch so sagen möchte. Ich will ja einfach mit euch kommunizieren zwischendurch. Und das kann ich da einfach nicht machen. Und ich denke auch, dass es wahrscheinlich für den Flow von diesen Teilen nicht so sinnvoll ist. Wenn man diese Pam, 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 die krassen Schnitte hat und auf einmal kommt dann so eine dreiminütige Passage, wo ich irgendwas labere, dass ich mir Knöchel verstaucht habe oder so eine Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen werden solche Videos auch weiterhin kommen, klar. Und eben auch mit anderen Spielen. Einfach nochmal jetzt, um euch hier eben zu fragen, was ihr so dazu sagt. Ich habe bezüglich dieser Overwatches schon gefragt und ihr habt gemeint, optimal. Also ich glaube, von 100 Leuten haben zwei gesagt, hat einer gesagt, dass es ihm gar nicht gut gefällt mit den Overwatches und einer hat gemeint, naja. Und der Rest hat gemeint, sehr geil, bring mehr Overwatches, mach mehr Overwatches. Und jetzt kommt eben die darauf aufbauende Frage, ist es für euch auch in Ordnung, wenn da andere Spiele kommen, die ich dann aktiv spiele, während ich mit euch spreche oder die eben im Hintergrund laufen? Weil ich immer wieder von echt coolen Entwicklern und Entwicklerteams Spiele bekomme, die anschauenswert sind, also wie ich finde. Ich denke, das hat sich bis jetzt auch ganz gut bewahrheitet. Viele Sachen, die ich euch gezeigt habe, haben euch ja auch gefallen, wie dieses Space-Spiel, dieses, weiß gar nicht, wie es heißt, da wo ich eben der Pilot war und mit dem Raumschiff rumgeflogen bin. Das war ja auch eben ein externes Spiel. Und was sich daraus aufgebaut hat, war auch nochmal eine sehr, sehr geile Sache. Das ist auch nochmal ein Punkt, den ich hier eben bringen wollte. Und zwar einfach nur für euch als Info, was mich ultra gefreut hat. Der Entwickler, beziehungsweise einer der Entwickler, und zwar der Soundentwickler, hat mich auf Twitter angeschrieben und hat gesagt, ihm hat das ultra gut gefallen, dieses Video, was ich von ihrem Spiel gemacht habe, sogar bis jetzt am besten. Er versteht zwar kein Deutsch, aber er findet sehr cool, wie ich es gemacht habe, wie ich rumlache und sowas und die Schnitte und pipapo. Auch wenn er nichts versteht, findet er das bis jetzt das beste Video. Und daraufhin hat mich die Firma, also beziehungsweise das Entwicklerstudio dahinter, das ist der Kopf dieses Studios, also das Studio an sich, angefragt auf Twitter. Also haben mich eben angefreundet. Und es kam direkt noch ein zweites Indie-Studio hinterher, die mich dann auch direkt angefreundet haben. Vielleicht haben die ja dann bald irgendwas für mich, Aufträge oder sowas. Und das wäre eben auch nochmal so eine Sache, um Reichweitensteigerungen zu vollziehen, indem ich eben bei solchen Sachen wie hier, bei diesen, ich sag jetzt einfach mal Erklärbär-Videos,
wenn ich da ein bisschen mehr Vielfalt reinbringe. Weil dann könnte es sein, dass wir mit immer mehr Publishern bzw. Spieleentwicklern zu tun haben. Und vielleicht entwickeln sich da halt irgendwelche coolen Dinge, die krass für uns werden. Wisst ihr, so ein eigenes Spiel oder sowas, beziehungsweise irgendwelche Werbegeschichten, wo ich dann wieder irgendwo Discounts bekomme, die ihr dann nutzen könnt, ne, weil es irgendein Spiel günstiger gibt, pipapo. Ja, solche Sachen wären natürlich sehr, sehr geil. Ich habe mich ultra gefreut, dass das passiert ist. Ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt. Er hat mich direkt verlinkt auf Twitter und hat geschrieben, geil, geil, das war und hin und her. Ich weiß nicht genau, wo das Studio herkommt. Ich glaube, die kommen aus Frankreich oder so. Keine Ahnung, ich habe zwischendurch kurz nachgeschaut, ne, was das für ein Studio überhaupt ist und sowas, aber ich habe es schon wieder vergessen, ist schon etwas länger her, ich habe es vor kurzem im Stream erwähnt, aber hier halt noch nicht gesagt, hier noch nicht ausgesprochen, an die große Masse, weil hier sind ja dann doch, hier seid ihr gebündelt, im Stream sind ja doch nicht so viele. Und ja, einfach so als Info, es läuft, Leute, es läuft echt an, es hat mich tierisch gefreut und natürlich ist es wieder euch zu verdanken, ganz klar. Ja, ich bin überhaupt erst imstande, von Entwicklern beschenkt zu werden mit Spielen, weil wir mittlerweile so groß sind, wie wir es eben sind und weil ihr so aktiv seid, wie ihr seid. Um das noch ganz kurz am Ende zu erwähnen, bei einigen Partnerschaften, die ich habe, sind die Dummbabber dafür bekannt, dass ihr sehr... Wie drücke ich es am besten aus? Also einfach nah an mir dran seid. Wisst ihr, wenn ich irgendwas vorstelle, wie Skin Baron zum Beispiel, dann kommt wirklich ein sehr großer prozentualer Anteil an Usern aus von mir dann. Also aus meinem Gesamtteil kommen sehr, sehr viele, kamen sehr, sehr viele dahin. Und das war schon bei vielen anderen Dingen auch so, dass man zumindest mal reinschaut oder eben einem Rat von mir folgt und irgendwas mal antestet oder sowas. Und mittlerweile sind wir so ein ganz, ganz, ganz klein wenig bei ein paar Partnern sogar dafür bekannt. Und das ist einfach hammermäßig, dass durch euch solche Türen geöffnet werden. Also das ist echt krass. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Ja, ihr dürft jetzt für euch grübeln, was da wohl am Start war, was Aim Assist und oder Vision Assist und oder Other External Assistance oder Griefing. Was sagt ihr? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, weil so haben wir auch direkt nochmal einen Austausch an alle Neuen. Hallo und ja, ich lese alle Kommentare und ich beantworte auch alle Kommentare. Deswegen macht es auch Sinn, wenn ihr eben kommentiert. Also nicht nur wegen dem Giveaway an sich, was natürlich auch Sinn macht, da zu kommentieren, sondern auch einfach, weil ich sehr gerne so mit euch in Kontakt stehe. Oder beziehungsweise so stehe ich am ehesten mit euch in Kontakt über die Kommentare. Ja, da schreiben wir immer hin und her und da läuft's. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ihr hier drückt oder was ihr drücken würdet. Ich hoffe, dass wir im Overwatch-Rank ein bisschen ansteigen werden, die nächsten paar Male, weil es echt lange dauert, bis ein Overwatch kommt. Das ist das dritte jetzt, die anderen zwei waren kompletter Crap, die konnte ich euch nicht zeigen. Ja, und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.